siehst schon, haben wir 4 Funken. Also Aufgabe ist zumal als Manager. Und wir haben dann verschiedene Aufgabenbereiche, die dann auf Personen verteilt werden. Und ich muss einfach schauen, dass alles läuft und die Aufgaben verteilen. Wann fängt man eigentlich an, also einen Funken zu bauen? Das Büscheln haben wir letztes Jahr eine Woche nach dem Funken schon wieder angefangen. Und das sind ungefähr 4-5 Samstag, wo wir die Büscheln machen. Die werden dann eingelagert in den Tin zum Trocknen. Und jetzt vor dem Funken sind es ungefähr 3 Wochenender, wo man halt Zelt stellen, Funken, die Latten einmal stellen und dann am Funkensamstag werden die Büscheln hinbiegen und dann hat man den Funken wach. Und am Sonntag wird es angezündet, das ist Tradition. Du sagst Tradition, wieso hat eigentlich Escher 4 Funken? Ja, es hat eigentlich jedes Quartier da aus. Also wenn wir ganz genau sind, sind es 6 Funken, weil Nendle gehört ja auch noch dazu, dort ist ein Funken und Maurer haben auch noch auf Eschner Boden einen Funken, also wären es eigentlich 6. Ist das eigentlich für dich, wo ja in einer Gemeinde wohnen, ist das eine Tradition, dass jeder selber so einen Funken hat? Ja, also die ersten haben, glaube ich, 1968 angefangen und dann hat jedes Quartier dann nachher angefangen. Und dann, je nachdem, wo man in welchem Quartier man geboren ist, ist man dann eigentlich normal, bleibt man bei einem Funken, wo man dabei ist. Ja. Du hast in der letzten Zeit sehr, sehr viel Arbeit gehabt. So wie viele sind ihr eigentlich gewesen, dass ihr wirklich da 2 Funken gebaut haben? Und zwar, ich sehe da einen grossen, ich sehe auch einen kleinen. Wir sind ungefähr 30 Mitglieder. Und dann ist es unterschiedlich, je nachdem nach Zeit. Sind wir so, bei Böscheln sind wir so etwa 10 Leute, die eigentlich alle rum sind. Jetzt am Funkenwochenende sind wir mehr, plus noch Kinder. Reden wir noch kurz über den Funken. Wie groß ist der und mit was für einem Material ist der gefüllt worden? Also die Latten sind 13 Meter, also 1 Meter im Boden. Und wir haben Böscheln gemacht, nur mit Fichtennest. Und es sind ungefähr 450 Böscheln, also in beiden Funken. Wenn man den Funken anzündet, wieso brennt der so schnell? Ja, sie sind natürlich jetzt, wir sind glücklicherweise letztes Jahr im Mai schon fertig, sie sind 7 Monate getrocknet. Und dann drin, also da muss man noch zuheben und dann brennt er besonder, sie sind. Die meisten Leute meinen eigentlich immer, dass eigentlich da Benzin oder irgendwo da verschiedene Sachen an einem mitgeholfen wären. Ist das aber so? Nein, haben wir nicht nötig. Nein, bei uns ist es trocken genug gelagert. Also ich weiß noch, was sie gehört von den Anfängen, die war, dort haben sie einen Lumpenfunken gemacht. Vor 45 Jahren so. Einfach Stangen, Lumpen um ihn mit Diesel getränkt, aber es ist heutzutage sowieso nur mehr erlaubt. Und wenn es so trocken ist, ist es kein Problem zum Anzünden. Jetzt, wenn der Funken angezündet wird, ist da eigentlich für die Sicherheit auch gesorgt? Ja, man muss anderthalb Mal die Länge vom Funken absperren rundum. Dort innen darf man nur schnell die anzünden und nachher wieder raus. Also nehmen tun wir sie. Weil es hat ja leider vor gut 10 Jahren einen tödlichen Unfall gegeben. Schon seit da ist es eigentlich abgesperrt, weil früher hat man das nie gemacht. Aber jetzt ist ein klares Funkenreglement ausgeschaffen worden von der Gemeinde, wo man sich daran halten muss. Reden wir noch kurz noch schnell über die Hex. Wie ist die Hex? Ist die angebunden? Wie hängt die da und mit was ist sie gefüllt? Also gefüllt ist sie halt mit alten Kleidern und so hat man sie gebaut. Und mit Stoffen ein bisschen ausgeschoppt und Stroh. Und ja, einen Böller haben wir gekauft, ja, und haben den angebunden. Und die Funkenhex ist an einer Latte dran, die haben wir zugeschraubt. Also, das sollte sie nicht angehen. Super.